Hi Leute, da sind wir wieder bei Simms the Sorcerer 3D. Ihr seht, wir stehen hier schön vor der privaten Tür. In der letzten Folge waren wir endlich in Polygales angekommen und haben mit Calypso geredet. Wegen, ja, der Sumpfling ist verschwunden und wir sollen ihn suchen. Falsche Taste. Hier. Wir haben dafür ein neues Item bekommen, und zwar haben wir ein Stück Werbemaßnahme vom Ex-Sumpfling. Da fehlt einfach Buchstaben, weil der irgendwie mit den Sonderzeichen nicht klarkommt. Das ist ein bisschen komisch, aber wir haben quasi wieder so einen Essensgutschein bekommen, wie in Simms the Sorcerer 2. Könnt ihr ja mal reinschauen. Und jetzt ist halt die Frage, hier ist auch scheinbar irgendwie eine Karte drauf. Gucken wir das mal an. Nee, halt. So. Benutzen geht nicht. Okay. Jedenfalls sollen wir uns mal umhören beim Max-Sumpflinge. Wir sind hier noch in diesem komischen Gasthaus. Hier ist eine Wand. Ja. Okay. Die Kameraführung ist mal wieder grandios. Ach, das war nur die Lampe. Boah, das ist doch einfach nur Schikane, dieser Gang hier. Aber wir geben unser Bestes und versuchen, den Sumpfling zu finden. Ich würde sagen, wir schauen uns auch der Folge erstmal so ein bisschen Polygales um. Jetzt war ich gerade nicht sicher, wie diese Stadt heißt. Hallo? Um einfach mal zu gucken, wo wir... Ja, wo wir rauskommen und was es hier so gibt und überhaupt, und ich sehe die Tür nicht, komme nicht raus. Wir sind im Keller, interessant. Ja, okay, ich kann mit der Tür nichts machen. Ich kann die Tür nicht anschauen. Ah, jetzt sind wir in der Kneipe. Ja, dann schauen wir uns doch hier erstmal um, würde ich sagen. Hier gibt's... Achso, das ist ein Tisch. Ich dachte, das ist ein Teppich. Das ist noch eine Tür? Ja, warum kann ich denn hier nichts anschauen? Funktioniert die Taste nicht, oder was? Nee. Was ist eigentlich hier? Wand, alles Wand. Okay, wir gucken uns hier mal um. Was haben wir denn hier so verhandelt? Da ist so ein Typ. Ich habe so ein Gefühl, dass er mir helfen könnte. Okay, das finde ich immer gut. Was ist hier? Ich habe so ein Gefühl, dass er mir helfen könnte. Ah, ja. Ja, da hinten ist ein Schnapp. Eine Flasche Whisky. Können wir die nehmen? Okay, die können wir nicht mitnehmen, weil die zu weit weg ist. Dann haben wir hier die beiden Typen. Ja, mit denen reden wir gleich noch. Ich will mich erst weiter umschauen. Was haben wir denn hier? Hier ist ein... ein Ofen. Ist da eine Flinte über dem Ofen? Dreh dich. Tatsache, das ist eine Flinte. Können wir die mitnehmen? Wahrscheinlich, ich will das Gewehr. Ich will das Gewehr. Nein, ich kann das Gewehr nicht mitnehmen. Nur Deko, schade. So ein Gewehr wäre doch immer gut, hä? So. Man weiß ja nie, wofür man so ein Gewehr noch in diesem Spiel brauchen kann. Da steht was auf dem Tisch. Nein, doch nicht. Ist nur Deko? Ah. Ist ein bisschen schwer, hier lang zu laufen, wenn die Kameraführung so strange ist. So, was ist denn jetzt hier hinten noch? Noch ein Gewehr. Oh Gott, hier sind ja richtig viele Gewehre. Was ist denn das da? Ach, ein kleiner Tisch, eine Bank. Ah, hier ist auch eine Bank, okay. Man sieht das hier auch alles irgendwie immer so schlecht. Mein Gott. Nein, ich will da ins Eck. Oh, ein Spielautomat. Vielleicht kann ich da meine Beilagscheiben reinwerfen. Das wäre es doch so. Den kann man aber nicht benutzen, oder was? Das sieht doch ein bisschen kaputt aus. Bisserl. Der hat mich da unten irgendwie ein Loch. Da. Ein Schuss. Okay, und da ist noch eine Tür. Ah ja. Ja gut, dann reden wir mal mit dem Barkeeper. Ach, dahinter der Tresen ist auch eine Tür. Vielleicht müssen wir mal an den Barkeeper uns vorbeischleichen. Kommen wir da irgendwo hinter die Tresen? Können wir da vielleicht hochklettern? Nein. Na ja, dann reden wir doch mal hier erstmal mit dem Typen. Lass den Kopf nicht hängen. Und übrigens können Sorgen schwimmen. Möchtest du vielleicht mehr über die neuesten Entwicklungen in der Staubsaugertechnologie erfahren? Wow. Das wäre höchst interessant. Was? Lieber rasiere ich mir die Brust.
Mit dem Käsemesser, ach du Scheiße. Kommt drauf an, würde es mir bei der Lösung des Spiels helfen? Kommt drauf an, würde es mir bei der Lösung des Spiels helfen? Schau dir mal diese Broschüre an. Also ja. Sobald ich genügend Zeit finde, werde ich sie gründlich durchlesen. Was ist eigentlich mit dir los? Ich habe gerade festgestellt, dass ich mein Leben hasse. Oh, das kenne ich irgendwo, ja. Aber was könnte daran hassenswert sein? Aufmunternde Umarmung. Oh, Simon, du bist so nett. Trinken wir uns gemeinsam zu Tode. Ich auch. Trinken wir uns gemeinsam zu Tode, hm? Ich trinke nur, um zu vergessen. Was zu vergessen? Meine Frau hat mich gerade verlassen und beide Kinder mitgenommen. Könnte schlimmer sein. Sie hat auch meine handbemalten Angeltrophäen zerschlagen. Könnte schlimmer sein. Und überall im Haus hat sie Bilder von sich und ihrem neuen Freund in geschmacklosen Stellungen verstreut. Könnte schlimmer sein. Gemein. Und sie hat die Fernbedienung für den Fernseher mitgenommen. Das ist richtig gemein. Und dann hat sie noch einen Kratzer in meinen brandneuen Sportwagen gemacht. Was? Okay. Das ist wirklich zu viel. Man vergreift sich doch nicht am Auto eines anderen. Und deswegen hasse ich mich. Naja, bei dem Grinsen kann ich verstehen, dass sie dich verlassen hat. Hat er noch ein... Achso, wir haben die Broschüre bekommen. Ein Werbebroschüre für einen Staubsauger. Sehr interessant. Naja. Und irgendwie... Ach, die Tastatur. Ich habe schon, sage ich mir, gespielt. Können wir da irgendwas machen? Jetzt neu. Vaculux 2000. Die neueste Entwicklung in Sachen Saugtechnologie. Dank seiner Magie-Vortex-Saugeinrichtung entwickelt der Vaculux 2000 unbegrenzte Saugenergie. Der Vaculux 2000 ist so stark, dass er die Hinterbeine eines Esels oder die Federn einer Ente absaugen kann. Er ist so robust, dass er von magischen Gasen bis zu geschmolzener Lava sämtliche Materialien sicher aufbewahren kann. Außerdem ist er so vielseitig, dass er alles von der Größe eines Staubpartikels bis hin zu riesigen Insekten aufsaugen kann. Und so geht es weiter und weiter. Okay, er kann Lava oder geschmolzene Metalle und sowas aufsaugen. Ich glaube, das brauchen wir noch, oder? Wir müssen einen Rieseninsekt aufsaugen. Auf jeden Fall brauchen wir so einen Staubsauger. Ich will so einen Staubsauger. Ja. Was ist denn mit deiner Frau? Wird noch einen Drink? Tja, ich hätte jetzt auch gerne einen Drink. Irgendwo war das Glas gerade voll und jetzt wieder leer. Ja. Ja. Ich kann nicht glauben, dass sie dich einfach so sitzen gelassen hat. Wird noch einen Drink? Okay, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir ihn abfüllen können. Jetzt gibt's sicher noch mal was. Ja. Du hast sie wirklich geliebt, oder? Okay, wir können ihn abfüllen. Noch einen Drink. Irgendwann kippt er um. Ich sehe es schon. Gleich kippt er einfach um und wir können irgendwas bei ihm mitnehmen. Zum Beispiel seine Aktentasche. Wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt? Wird noch einen Drink. Das probieren wir jetzt hier noch ein bisschen. Mal schauen. Da, das Glas. Das ist immer voll, dann schenkt er was ein und dann ist es wieder halb leer. Hast du eine Ahnung, ab wann sich die Sache falsch entwickelt hat? Wird noch einen Drink. Da, voll. Er schenkt ein, fast leer. Das gibt's doch nicht. Ein Zauberglas. Na, wahrscheinlich ist sie jetzt gerade mit ihrem neuen Freund zusammen. Wird noch einen Drink. Sag mal, wie fällt der Kerl aus? Hallo? Willst du jetzt endlich mal besoffen um? Jede Wette, dass du bei jedem Gedanken an sie den Schmerz des Verrates spürst. Wird noch ein Drink? Komm schon. Fall endlich um. Wie ein Messer, das in deinem Herz herumgedreht wird. Wird noch ein Drink? So, entweder sollten mir jetzt langsam mal die Sprüche ausgehen oder der Typ sollte langsam besoffen umfallen. Und dann das Gefühl der Leere, das sie hinterlassen hat. Wird noch ein Drink? Ja. Ich meine, ich kenne das, dass man ziemlich viel säuft, wenn man sich trennt, aber der hält echt viel aus. Und nicht zu vergessen deine wundervollen Kinder, die du niemals wiedersehen wirst. Wird noch ein Drink? Der kann immer noch normal reden.
Das ist doch abartig. Versuch einfach nicht darüber nachzudenken. Es wird das Beste sein. Wird noch einen Drink? Ja, so langsam reicht's, Junge. Oder der Wirt ist pleite. Also der hat bald keinen Schnaps mehr. Vergiss sie ganz einfach, egal wie wunderbar sie war. Wird noch einen Drink? Ja, das ist jetzt ungefähr der 300. Ihr Aussehen, ihr Lächeln. Ach, dem gehen auch nicht die Sprüche aus. Wird noch einen Drink? Dem gehen nicht die Sprüche aus. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, so langsam ist doch genug. Ja. Es ist sehr wichtig, dass du das alles jetzt hinter dir lässt. Wird noch einen Drink? Okay, so langsam habe ich das Gefühl, dass das doch nichts bringt, ihn abzufüllen. Dass irgendwie, ja, nicht abgefüllt wird. Denke einfach an die wunderbaren Zeiten, die ihr zusammen erlebt habt. Sie nannte mich immer Pupsköpfchen. Wird noch einen Drink? Okay, es hat was gebracht. Er wird sentimental. Pupsköpfchen. Was ist das für ein Spitzname? Pupsköpfchen? Wird noch einen Drink? Okay, wir wissen zumindest, dass sie Pupsköpfchen genannt hat, aber das bringt uns jetzt auch nicht so viel weiter. Ich kann nicht glauben, dass sie dich einfach so sitzen gelassen hat. Wird noch einen Drink? Okay. Kommt da auch mal irgendwas? Ich glaube, das Zeug ist alkoholfrei. Du hast sie wirklich geliebt, oder? Wird noch ein okay, Drink? Okay, wir sind durch. Das hatten wir doch schon. Na toll. Und es hat uns nichts gebracht, außer dass wir jetzt einen Spitznamen für ihn haben. Vergiss nicht, dass du Staubsauger verkaufst. Das ist ein guter Grund, sich zu hassen. Das ist die einzige positive Sache, die mir geblieben ist. Wow, hast du aber geringe Ansprüche. Okay. Tut mir leid, aber ich muss weg. Du machst mich depressiv. Das bringt jetzt auch irgendwie nichts mehr. Vielleicht können wir ihm ja hier, Entenfedern, geschmolzene Lava, Staub, Insekten. Es gibt ja nichts, was dieses Ding nicht aufsaugen kann. Ah, okay. Dann reden wir mal mit dem buckeligen Wirt. Hi. Guten Tag, junger Herr. Ein Bier. Wir, ja. Woher hast du diesen enormen Buckel? Welchen Buckel? Na, den auf deinem Rücken. Wo? Oh, vergiss es. Ja. Deine Kneipe ist ziemlich leer. Die meisten Leute trauen sich derzeit nicht hierher. Um ehrlich zu sein, ich weiß warum. Weißt du von dem Geist? Nein. Bis vor kurzem war dieser Ort der blühende soziale Mittelpunkt der Stadt. Bis einer der Stammgäste einen seltsamen Spuk auf der Toilette sah. Was ist passiert? Er schwebte einfach herum und gab einen ekelhaften Gestank von sich. Sorry, aber sprechen wir noch von einem Geist? Seitdem ist er mehrmals aufgetaucht und hat alle meine Gäste vergrault. Sie sehen ihn normalerweise im oberen Korridor. Wie sieht er aus? Naja, ich habe ihn nur einmal gesehen und für mich sah er wie eine Art Ninja aus. Oh. Und weißt du was? Er hat zu mir gesprochen. Was hat er gesagt? Irgendwas wie, Fettsack, mit deinem dicken Gesicht bist du mir auf den Fuß getreten. Sagt dir das irgendwas? Eigentlich nicht. Mir auch nicht. Okay, es gibt hier einen Geist. Wir haben einen Staubsauger, der so gut wie alles aufsaugen kann. Ghostbusters. Ich nehme an, wir brauchen den, um diesen blöden Geist zu fangen. Aber wie kriege ich den Staubsauger? Bier bitte. Kannst du dich irgendwie ausweisen? Nein, aber ich bin alt genug. Ich kenne die Texte von jedem Bonnie M-Hit. Tut mir leid, aber du könntest mich in Schwierigkeiten bringen. Na toll. Bis später. Tschüss. Okay, das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Ich brauche diesen Staubsauger. Tut mir leid, aber okay, ich muss weg. Du machst mich depressiv. Gut, dann müssen wir jetzt mal die richtige Tür finden. Schau ich erstmal im Inventar, haben wir noch irgendwas Cooles, mit dem wir irgendwas anfangen können? Wir haben noch irgendwie Dynamit, einen Stock, einen Hammer, Metalldetektor, ja, okay. Nichts wirklich Nennenswertes. Da geht's runter. Die Frage, geht's hier raus? Ich möchte mich eigentlich erstmal in den oberen Korridor. Okay, hier geht's weiter. Was? Games Room. Okay. Was gibt's hier? Snackautomaten.
Da ist eine Toilette. Ah. In die wir wohl nicht rein können. Na? Nee. Gut, in die Toilette können wir schon nicht rein. Eine Tür weniger. Biergarten. Okay, die haben hier einen Biergarten. Hier geht's nach oben. Wenn ich da hochlaufe, ist da eine Tür? Oder muss er da dann laden? Nee, muss er nicht. Gut. Ich möchte jetzt erstmal durch keine Türen gehen. Was haben wir hier? Na? Tür. Okay. Tür Nummer 2. Das sind wohl die Gästezimmer hier. Aber an denen können wir irgendwie nichts machen. So. Links. Rechts. Ich habe mich schon verlaufen. Oh je. An der 5 können wir auch nichts machen. Was haben wir das hier für eine Tür? Ist 3. Das ist ein Spiegel. Der ist sicher auch noch für irgendwas gut. Im Bathroom. Können wir da rein irgendwie? Nee, okay. Eine Kommode. Das sind einige Schubladen. Toll. Ja, machen wir gleich mal auf. Hey, da ist eine kuschelige, dicke Decke drin. Mitnehmen. Wer weiß, wofür wir mal eine Decke brauchen können. Ist noch irgendwas drin? Da ist nichts mehr drin. Okay. Wir haben eine Decke. Wofür auch immer wir eine Decke brauchen. Okay, in die Nummer 4 können wir rein. Diese Tür ist verschlossen. Wir können jetzt in die 4 rein und in die anderen Türen nicht. Das wundert mich ein bisschen. Oder bin ich einfach nur zu blöd? Nee. Okay, in die 4 konnte ich rein. Die 5 nicht. Okay, die 4 ist abgesperrt, dann müssen wir wahrscheinlich einen Schlüssel besorgen. Die 6 ist auch zu. Was haben wir hier? 7 scheint auch zu sein. Bilderrahmen. Oh Gott, ey, ich finde hier alles sehr verwirrend. Wo bin ich denn jetzt? Okay, da vorne ist noch eine Lampe und eine Tür. Ziemlich hässliche Lampe. Ja. Ich weiß nicht, wer sich sowas ins Zimmer stellt. Okay, gehen wir mal den anderen Weg runter. Die Tür ist auch zu. Da gibt es keine Tür. Also angeblich soll hier oben irgendwie der Geist rumschwirren. Ich sehe aber keinen. Da ist eine Tür. Eine hölzerne Feuertür. Das ist sehr praktisch. Okay. Hier hin. Ladebildschirm, toll. Ich wollte doch nicht aus dem Gasthaus gehen. Na gut, dann wissen wir zumindest, dass wir aus dem oberen Korridor jetzt rauskommen. Das heißt, ich werde gleich wieder zurückgehen müssen. Es gibt nämlich noch ein paar Türen da unten. Wow. Herrlich. Wir sind auf dem Hinterhof. Da schauen wir uns aber später um. Ich will wieder zurück in die muffige Kneipe. Da hat es mir irgendwie besser gefallen. Hallo? Nein! Nein! Ich kann nicht mehr zurück. Verdammt! Wo ist denn der Eingang in die Kneipe? Gibt's einen Keller? Okay, kann ich nicht anschauen. Ich will wieder zurück in die Kneipe, weil ich möchte noch die anderen Räume anschauen, bevor ich hier draußen rumrenne. Na super. Sackgasse. Wo ist denn... Wieso... bin ich aus der Kneipe raus. Aber es war ja eigentlich klar, dass so eine... Ach, hier kann man speichern. Dass so eine Tür... Entschuldigung. Dass so eine Tür dann, nach draußen führt. Ist ja echt klar. Deswegen... Ich muss erstmal wieder rein. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Hey? Okay? Ist. Karaoke. Bringen wir mal alles nichts hier. So, okay, das ist jetzt die Tür in die Kneipe. Ah, okay, die neben dem Spielautomaten ist der Hauptausgang. Oder Hauptein- und Ausgang. Gut zu wissen. So. Und wieder nach oben. Vielleicht kann man sich dadurch, zum Geist. Also irgendwie als Geist verkleiden. Man muss gar nicht keinen Geist aufsaugen, sondern. Kann sich verkleiden und dadurch dann den Typen erschrecken und an seinen Schlüssel rankommen. Jetzt mal hier in den Games Room gehen. Sieht so ein bisschen nach Dark Room aus für mich.
Ja. Okay. Ah, die Spielautomaten. Jedes Lied kostet eine Kröte. Okay. Machen wir doch mal. Plinky Plonk Inc. Okay. Carriages of Water. Fields of Green. Wherever I make Dome. Okay. Aha. Jedes Lied kostet eine Kröte. Jedes Lied kostet eine Kröte. Das ist doch ein anderer Automat. Okay, es gibt nur diesen Musikautomaten. Ich kann mir so Musik in der Stadt wünschen. Oh, da ist einer. Mit dem wir was anfangen. Ja, mit dem kann ich reden. Ich glaube, es ist ein Ork. Aber vielleicht irre ich mich auch. Ork. Bisschen klein für einen Ork, mein Freund. Okay, aber was ist mit dem merkwürdigen Mini-Ork und dem Games Room auf sich hat? Das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Und zwar sind wir jetzt hier schon wieder am Ende einer Folge. Wer hätte es gedacht? Deswegen schaut doch beim nächsten Mal wieder rein zu Simes the Sorcerer und dann werden wir rausfinden, wie gesagt, was es mit dem kleinen Typen hier auf sich hat, was mit dem Biergarten auf sich hat und ob wir uns in den Geist verwandeln müssen, den Geist einsammeln müssen, keine Ahnung. Und im Zweifel schauen wir uns einfach vor die Garnis selber um. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal und ja, ciao Leute!